Freiburg gegen Hertha oder Mainz gegen Dortmund? Ich würde beide gerne orakeln, aber Hertha habe ich letzte Woche orakelt, deswegen gibt es heute Mainz gegen Dortmund. Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zum Sonntagsorakel der Bundesliga. Ihr habt es gehört, Mainz gegen Dortmund. Mein Tipp ist, dass Dortmund gewinnt. Ich sage aber ganz knapp, ganz knappe Kiste. Ich sag mal 2 zu 3. Ich sag mal 2 zu 3 für Dortmund. Weil Mainz darf man auch nicht unterschätzen. Mainz darf man auch nicht unterschätzen. Und ich fange an mit dem ersten Tütchen. Eure Tipps könnt ihr wie immer gerne unten in die Kommentare schreiben, Leute. Ihr wisst es ja. Bremen Trikots. Sven Schiplock von Darmstadt. Oh, Salomon Kalou. Also hätte mal Hertha heute orakelt, hätte Hertha schon mal geführt. Burke. Und Timo Horn von Köln. Weiter geht es mit den Trikots von Augsburg. Oh, ist das ein Limi? Ist das eine limitierte Auflage? Lukas Rupp, Serge Gnabry, Nils Petersen und es ist eine limitierte Auflage. Philipp Kostic, Leute. Wieder vor eurem Tipp. Hashtag Limi oder nach eurem Tipp könnt ihr euch aussuchen. Auf jeden Fall Hashtag Limi. Für diese geile Limi von Philipp Kostic. 45 Minuten sind gespielt. 45 Minuten sind rum. 0:0 zwischen Mainz und Dortmund. Wir springen in die zweite Halbzeit. Heidenheim Trikots. Solu. Oh, Duda hätte das 2:0 gemacht. Chor. Und Robert Lewandowski. Und es steht immer noch 0:0. Das kann ich ja hier kaum glauben. Köln-Trikots. Jeremy Teuchern. Robin Knoche. Sané. Und Alfred Finn Bogason von Augsburg. Das kann doch nicht wahr sein. Mainz trennt sich gegen Dortmund mit 0:0. Leute, glaubt ihr das? Kann natürlich vorkommen. Jedes Ergebnis kann vorkommen. Ich habe eine Limi gezogen. Ich bin zufrieden. Ich habe gesagt 2:3 für Dortmund. Weil Dortmund muss ja da vorne auch mal ein bisschen dranbleiben, sagen wir es so. Deswegen braucht Dortmund natürlich auch die Punkte. Was sagt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi.